sie auf jeden Fall. Och. Nö. Ach, Elfriede, Level 5, läuft bei dir. Boah, übertreib mal. Was ist los mit dir? Komm, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, ich bin gestorben. Mist. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich speichere mal hier ohne ab. Scheiße. Das brauchst du. Ein Schwert nochmal. Hm. Boah, gib los, Gott. So, jetzt sieht die nämlich hier, dass ich eine Axt brauche, genau. Und die kriege ich nur aus dem Zwergendorf. Mach Sachen, da komme ich gerade her. Dann gehen wir im erst dahin. Ja, das hättest du ja mal früher überlegen können. Ich komme doch niemals hier mehr lebend raus. Oder kann ich hier einen Abkürzung nehmen? Ich will es irgendwie gar nicht herausfinden. Ah, hier komme ich wieder zurück zu der. Oh, ein Glück. Da kann ich mich wenigstens heilen. Oh nö, jetzt bin ich ein Mokri. Oh. Ich vergaß. Ich bin gleich tot. Elfriede, gib's ihr. Bitte. Lass mir bloß mal Ruhe, ey. Verdammt. Jetzt will ich es aber auch wissen. Könnt ihr auch einfach durchgehen, ich steppe. Oh, hier musste ich gar nicht lang. Verdammt. Wie komme ich denn hier raus? Also, wie komme ich wieder zu der... Ah, Herrgott. Tschüss. Tschüss. Macht schon aus dem Weg. Oh, nö. Oh, nö. Komm, schieß, schieß. Triffst mich eh nicht. Naja, so viel dazu. Ah, es gibt wohl doch keine Abkürzung. Ich muss hier jetzt irgendwie durchrennen. Na, Gott sei Dank. Wie viele kommen denn da noch? Wo geht's denn hier hin? Ah, zu dem da. Ne, den gebe ich kein Geld. Das packe ich doch nicht mehr. Ich muss mich mal heilen irgendwie. Aber wir müssen den ganzen Weg hier zurückdackeln zu der. Ins Dorf oder zum Pennen? Naja, komm. Gehen wir mal pennen. Ah. Kann ich hier bei dem schlafen, zufällig? Ich hoff's. Jawohl. Sehr gut. Was kostet's? One night is ten. Ja, von mir aus. Ja, schämen solltest du dich, Elfriede. Was meinst du?
Erinnerst du dich, wie du von den Goblins beinahe in ein Abendessen verwandelt wurdest? Ja, das war mein türkisches Dampfbad. Because a real swordsman would never be caught off guard by a simple goblin. Don't worry, I'll keep your secret. But in return, you have to help me. I'm counting on you. Ich helf dir, ja, komm zum Tempel. Und ich hab dir gesagt, dass es hier um Leben und Tod geht. Wir müssen die Hexe im Norden aufhalten. Wer weiß, was sie Dulag und seinen Männern angetan hat. Das mag ja alles sein, aber wenn du mir nicht hilfst, kannst du deinen Tempel in den Tiefen alleine suchen gehen. Ist dir das wirklich lieber? Du bist doch diejenige, die sich mir einfach angeschlossen hat. Ja, erzähl hier keine Erbsen. Erbsen. Was? Okay. Die guten Erbsen. Ach ja. Ja, speichern. Aber als Strafe kriegst du jetzt hier auch einen Tiger-Bikini. So. Was hast du davon? Hier halb nackt jetzt durch den Wald laufen, Fräulein. So sieht's nämlich aus. Ja, das erspare ich mir jetzt mal. Ich will weiterkommen hier. Hatte die jetzt eigentlich alles gelevelt? Ich weiß es nicht. Hm, tschüss. Auf geht's. Zap, zap, zap. Boom. Boah, was das früher mich aufgeregt hat. Wenn deine Mitspieler sich irgendwo verkantet haben, konntest du nicht weitergehen. Das haben sie hier zum Glück ausgemacht. Hier kannst du einfach weiterlaufen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die andere jetzt hin ist, aber wird schon wieder auftauchen jetzt. So, weiter geht's. Ah, jetzt hat's es. Elfriedes Waffenstufe. Super. Oh, was man bei dem Schleim leveln kann. Unglaublich. Die tun sich ja immer wieder verdoppeln. Aber die zu treffen ist jetzt auch nicht so einfach, merke ich gerade. Ja, warum? Mach doch erstmal den da platt. Ach, Elfriede, was ist los mit dir? Ich treff echt gut. Pal, was? Okay. Im späteren Verlauf werde ich das des Öfteren mal machen, um zu leveln. Immer einen übrig lassen. Und dann geht das recht schnell und gut. Bloß den anderen nicht aufwecken. Ja, oder so. Sorry. Och, Elfriede, Stufe 6. Elfriede, du bist mein Mädchen. Ist das jetzt eigentlich die originale Musik oder die Remake-Musik? Man weiß es nicht. Remake. Ach ja. Das schalte ich immer mal zwischen den Folgen um.
Aber momentan noch das Remake lassen. Ups. Flattermaus. Ah ja. Hey, sterben. Dass das immer so lang dauert. Ich will halt auch sehen, ob die mir eine Truhe geben. Deswegen stehe ich halt auch so wie bestellt, nicht abgeholt, immer noch davor ein bisschen. Mal. Oh, Ballon. Im späteren Spielverlauf, frag mich nicht mehr wo, gibt's Gegner, die geben dir dann sämtliche Waffenorbs. Also die droppen die dann immer in den Ton, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube in dem Schneegebiet, aber ich habe keine Ahnung mehr. Wo muss ich lang? Hm, da oben. Oh, gemein. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen leveln hier irgendwie. Komme ich mit dem Gegner ein bisschen Probleme gleich. Wo geht's denn hier hin? Muss ich jetzt hier lang oder da oben lang? Wo geht's hier lang? Fragen über Fragen. Schau mir mal ein schlaues Buch. Da war die Lava, da komme ich her. Die 5 geht da hin. Wo geht die 5 hin? Oh, bei der 5 gibt's was zu holen. Also nochmal zurück. Schnell durch. Fluchtseil oder so? Was war da drin? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Magisches Seil. Ja, genau. Sehr gut. Hier noch Original. Sieht schon sehr mitgenommen aus. Fällt so halb auseinander. Aber egal, es funktioniert noch. Man kann es lesen, es langt. B, B, C, A, B. Tschüss. Ich hab's zwar nicht eilig, aber ich will mal ein bisschen vorwärts kommen. Wo geht's jetzt da unten hin? Achso. Da rechts ist nix. Vielleicht doch. Nein. Ups. Jo. Läuft bei mir. Da lag eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Die liegt hier genau im... Wie soll ich denn die jetzt kriegen? Ah, okay. Bonbon. Eine Bonbon für mich. Läuft. Ja, super. Das war wieder spitzen getimed. Ah, diese Kackbratzen, ey. Ja, komm, verdoppel dich auf. Boah, wie ich es hasse. Die Viecher sind so beschissen zu treffen. Oh, hier geht's ja gar nicht lang. Hätte ich mir jetzt auch wieder sparen können. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Man kommt jetzt bei zwei Dingern raus. Rechts oder links? Achso, hier komme ich erst mit der Axt lang. Naja, gut.
Bin ich mal auf die Musik gespannt. Wo geht's hier hin? Ah, da muss ich was aktivieren. Ja. Katsching. Komm ich auch wieder. Was war denn das jetzt? Wer war denn das? Hallo? Achso, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Orientierung 0. Wie beim Autofahren. Ohne Google Maps. Kannst du mich vergessen. Komm ich nirgendwo hin. Okay, die Musik der Remake gefällt mir jetzt nicht so. This is Wolf Village. Ah, nein? Okay. Ich höre ja schon auf. Hier gibt's auf jeden Fall Waffen. Upgrade. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Da gibt's Rüstung, aber ich muss hier hin. Da gibt's meine Koboldin. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts oder links? Tritt näher! So ist recht. Willkommen bei unserer weltberühmten Kuriositätenschau im Zwergendorf. Ich muss es mir antun. Leider. Jetzt kriege ich die nicht. Bühne frei! Mümmelmann. Ja. It's both a man and a rabbit. Rabbit man. Was, Mümmelmann? Ja, von mir aus. What? Hier macht wohl keiner was vor. Also gut, dann repräsentiere ich dir hiermit ein echtes, authentisches Elfenkind. Kommt näher, geschätzte Gäste, und lauscht seiner Geschichte. Ihr werdet weinen, ihr werdet schluchzen, vielleicht sogar ein paar Tränen vergießen. Dieses arme Kind hat... Ja, 50.000. Gib's mir. Bevor es wieder in Freiheit ist. Er arbeitet hier, um dieses Schuldenberg Stück für Stück abzutragen. Wenn ihr auch nur ein Funken Güte in euren Herzen tragt, dann helft. Ja, von mir aus. Bitteschön. Wir haben's doch. Danke. Husch, husch, weg mit dir. Das hol ich mir jetzt wieder, mein Geld. Das kannst du aber glauben. Verarschen kannst du jemand anderen, Fräulein. Und wir haben dir meine Schauspielkünste gefallen. Der Kerl war den Tränen nahe. Das habe ich gesehen. Vergiss aber auch nicht meine Erzählkünste. Damit hätte ich ihn ja gleich am Haken. Hatte ich ihn ja gleich. Er, sie, es. Der Coup bringt uns jeweils ordentlich Kohle. Verarschen hier. Her mit meinem Geld. I am sorry, my friend. Das Kind ist eine junge, kleine Elfe. Das war nicht gelogen. Es hat im Dorf der Elfen gelebt, bis es bei der Überschwemmung von den Fluten mitgerissen und in unsere Höhlen gespült wurde. Ich hab ihm nur helfen wollen. Ihm? Ist das nicht eine Sie? Ein Zwitter? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Das Geld ist für die Heimreise aufzubringen und überhaupt war das alles die Idee von dem Elfenkind. Ziemlich gute Mache, oder? Masche, Mache, Masche. Bäh. Entschuldige dich gefälligst auch. Entschuldigung, zufrieden. Ich schäme mich wirklich, bei diesem Schwindel mitgemacht zu haben. Das Geld geben wir dir natürlich zurück. Hallo, hallo. Kommst du jetzt mal mit? Ja, die kommt mir schon gleich nach. Bin ich mir sicher. Lalala. 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 Lalala.
So, jetzt zur Schmiede. So, mein Freund. Ich hab da was für dich. Zeig mir doch mal dein Schwert. Bah, hast du schon mal so viel Rost gesehen? Das zerspringt dir irgendwann, wenn man da nichts macht. Ich bin Watz, der Schmied. Für 100 GM. Ich nenn's DM. Gute alte deutsche Mark. Besser riech ich das eben aus. Ja, komm, geh, komm in Wallung. Na fein, na warte kurz. Ich hab das gleich. Klonk, 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 klonk. Spitze machst du das, Meister. Spitze! So ein feines Schwert habe ich in all meinen Jahren noch nicht gesehen. Auf jeden Fall eine Schande, es so zu verrosten zu lassen. Allein bei dem Anblick stockt mir der Atem. Wer weiß, vielleicht bin ich eines Tages auch in der Lage, eine solche formidable Klinge zu schmieden. Was zum... Was ist denn jetzt auf einmal los? Mein Hammer leuchtet ja. Warte, ist das etwa das Mana-Schwert aus der Legende? Da bin ich boff. Die Kraft des Mana-Schwerts muss ich auf meinen Hammer übertragen haben. Wie der Mana-Samen und bestäuben und, ja. Das muss ich gleich mal ausprobieren, indem ich eine Axt für dich schmiede. Komm einfach nachher wieder. Wie nachher? Ich habe aber noch ein bisschen was zum Upgraden. Oh. Das kann ich auch. Ich habe eine schöne Waffe jetzt hier. So. Boah, was ist da los? Man weiß es nicht. Da ist was im Busch. Normalerweise hätte ich den hier nämlich alleine machen müssen, wenn ich jetzt nicht die andere dabei hätte. Ich hätte aber schwören können, dass ich auch den dritten jetzt dabei habe. Wieso ist denn jetzt die andere nicht dabei? Oh, ich bin ein bisschen verwirrt. Das ist nichts Neues bei mir. Crit. Kann man mir jetzt sagen, wo die andere da rummacht? Ja, genau das meinte ich. Die hängt da irgendwo fest und kommt nicht vorwärts hier. Jetzt wurde ich noch vergiftet. Hello, hello. Oh, 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 oh. Bam. In your face. Crit. Super. Au. Elfriede hat Stufe 7. Oh, Trophäe. Super. Besiege die komische Kackpratze da. Bravo. Super. Sperrorb. Ah, jetzt kann ich mein Sperr upgraden. Okay. Einmal wieder Blödsinn gebabbelt. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hätte das auch alleine in den Griff gekriegt, nur damit ihr Bescheid wisst. Ist es jetzt männlich oder weiblich? Ich könnte schwören, es war früher weiblich. Dem Kind steckt der Schock noch tief in den Knochen. Es wurde vom... Es... Sie... Was? Es kann manchmal ein wenig aufmüpfig und vorlaut sein, aber im Grunde ist es ein braves Kind. Ach, das renkt sich mit der Zeit schon alles wieder ein. Ich gehe das gelassen an. Tropicalo war ja eigentlich im Tempel weggesperrt, aber es hat es irgendwie geschafft. Das ging mir jetzt zu schnell. What? Warum sagst du mir das denn nicht früher? Ich mache mich sofort auf den Weg. Allein kannst du da nicht hin. Der Tempel liegt seit langer Zeit verschüttet. Wer weiß, was sich da mittlerweile für Monster eingenistet haben. Du hast es doch geschafft, Tropicalo zu besiegen. Wärst du so gütig und begleitest unsere kleine Elfe zu dem Tempel. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig.